Hallo Fußballfreunde, willkommen zur nächsten FIFA 18 Karrieremodus-Folge mit dem FC Schalke 04. Zuletzt haben wir drei neue Spieler geholt. Serge Gnabry ist zu uns gekommen vom FC Bayern München, Julian Brandt von Bayern und für Leverkusen, wie auch Kai Havertz. Und heute müssen wir also dann mit den nächsten Spieler verhandeln. Also, Odriozola, da haben wir uns damit geeinigt, auf Liverpool ihn vielleicht holen zu können. Ich habe ja euch mal gefragt, wie das so für eine Rückmeldung war. Ja, schon relativ positiv. Also den werden wir auf uns auf jeden Fall jetzt holen, beziehungsweise werden wir erstmal mit ihm verhandeln. Allerdings glaube ich nicht, dass wir da scheitern werden. Also ich würde erstmal sagen, vielleicht Rotation, vielleicht nimmt das an. Das tut er auch. 5 Jahre ist perfekt, Alvaro. Odriozola ist der perfekte Mann für die Position im rechten Mittelfeld. Freigabesumme würde ich lieber vermeiden. Ist damit einverstanden. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Gehalt und gewissen Bonuspaketen. Also Gehalt würde ich sagen 90.000, Einstiegsbonus 300.000. Dann mal sehen, was er so fordert. Ah, passt, das passt. Wir holen uns Alvaro Odriozola. Und das ist ein perfekter Transfer. Somit haben wir schon jetzt Anfang Juli eigentlich alle Baustellen abgehakt, wenn man so will. Jetzt geht es noch darum, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler noch verkaufen werden. Und jetzt haben wir auch schon Angebote, allerdings für Spieler, die eigentlich nicht zu verkaufen sind. Brile Mbolo von Menu, 43 Millionen, kein Interesse. Arsenal, 17 Millionen für Baba. Auch da besteht überhaupt kein Interesse, die beiden abzugeben. Konoplyanka ist ja eigentlich der Einzige, den wir wirklich abgeben wollen. Ich mache jetzt immer das hier mit Simulieren. Also wir gehen Tag vor im Kalender. Hat den Vorteil, dass eben gegen diese Mannschaften automatisch rotiert wird und auch Wünsche von den Spielern entsprochen werden. Finde ich es immer relativ gut. Ja, oder halt auch eben nicht. Frage ich mich gerade, warum Harit nicht gespielt hat. Aber ist auch egal. Wir simulieren auf jeden Fall die Spiele eben so, wie ich es gerade gemacht habe. Auch wenn jetzt auch alle Spiele jetzt nicht so wichtig sind. Also wie gesagt, wenn wir heute relativ schnell durchkommen, könnten wir auch noch das Finale. Oder das Finale ist das falsche Wort. Könnten wir auch noch den Supercup ausspielen gegen Bayern München. Ich denke mal, wir haben ja jetzt alle wichtigen Positionen abgeklappert. Eigentlich steht der Kader. Konoplyanka könnte uns noch verlassen. Und noch ein dritter Keeper, da gab es jetzt noch nicht so viele Vorschläge. Hoffe ich mal, dass heute noch mal ein paar Vorschläge kommen, wenn wir uns einen dritten Keeper holen können. Aber das können wir auch, wie gesagt, auch noch in der nächsten Folge machen. Da haben wir jetzt auch nicht unbedingt die Eile, da unbedingt was machen zu müssen. Deswegen denke ich mal, passt das auch erstmal noch mit 2 Keepern, zumindest bis zum Supercup zu gehen. Jetzt haben wir einen Transfer geholt für Meier und der ist sowas von unverkäuflich, Max Meier. Hat sich festgespielt bei uns auf der Doppel-6 neben Leon Goretzka. Hat eine richtig gute, ja, halbe Saison gespielt, wenn man so will. Fehlte ja mehrere Wochen verletzungsbedingt, leider. Im Pokalfinale wurde eingewechselt zur Halbzeit, hat direkt mal gezeigt, was er drauf hat. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir ihn jetzt wieder regelmäßig einsetzen können. Wir kriegen ein Turnierpreisgeld von 2 Millionen, nehmen wir natürlich gerne mit. Weil wir auch schon ordentlich Kohle ausgegeben haben, also muss man jetzt auch nicht leugnen. Julian Brandt kam ablösefrei, Havertz für 18 Millionen. Dann haben wir uns ja noch Odriozola geholt, auch für 20 Millionen ungefähr. Und dann noch Serge Gnabry, weiß ich gar nicht, wie teuer war er nochmal, 30? Ich glaube, er hat doch um die 30, knapp über 30 waren es, glaube ich. Also wir haben auf jeden Fall schon ordentlich Kohle ausgegeben. Klar, wir haben auch ordentlich eingenommen durch die Erfolge in der letzten Saison in Sachen Meisterschaft. Deswegen konnten wir halt auch solche Transfers tätigen. Aber auch aufgrund der Ausgaben werden wir nicht mehr viel machen. Ronaldo beklagt sich über seine Rolle im Verein. Naja, ich meine, er hat halt auch vom Guest her relativ nachgelassen. Ist natürlich auch logisch. Ich glaube, mittlerweile ist er hier im Spiel 37 oder sowas. Und jetzt haben wir ein Angebot für Konoplyanka. 12 Millionen von Leverkusen. Das ist eigentlich in Ordnung. Na komm, nehmen wir an. Sollen wir da groß verhandeln? Ob wir jetzt am Ende 15 Millionen kriegen oder 12? Ist dann jetzt auch nicht die Welt, bevor wir in den Verhandlungen scheitern und vielleicht kein Verein mehr Konoplyanka will. Und zudem müssen ja erstmal noch Verhandlungen zwischen dem Spieler und Bayer Leverkusen geführt werden. Die natürlich auch neue Spieler brauchen, nachdem wir da Havertz und Brandt gekauft haben. Harit-Angebot 23 Millionen. Ne, Amin Harit. Richtig gute Saison gespielt zuletzt. Wird natürlich jetzt schwierig ja, sein für ihn, sich komplett durchzusetzen auf den Flügeln. Hat natürlich jetzt große Konkurrenz. Aber auch das traue ich ihm einfach komplett zu, dass er das packen wird. Und wir schlagen Everton mit 2-0 und holen somit den Pokal und kriegen nochmal ein bisschen Kohle. Spieler verletzt. Harit fällt eine Woche raus. Okay, das ist dann noch so gerade zu verkraften. Also wir gehen somit dem Spiel gegen Bayern entgegen im Supercup.
glaube nicht, dass da jetzt noch so viel zwischenkommen wird. Und da, ja, vielleicht so ein bisschen Revanche nehmen, wenn man so will. Nach diesem bitteren, bitteren Pokalfinale. Konopljanka ist verkauft. So nebenbei natürlich auch wichtige Informationen. Also nach diesem bitteren Pokalfinale. 5:2 haben wir ja da verloren. Vor 2 Folgen, wenn man so will. Das war schon wirklich bitter, diese Niederlage. Hat extremst wehgetan. Aber naja, wir werden weiter kämpfen. Wir werden sowas von kämpfen. Bis zum Schluss. Bis wir hoffentlich am Ende dieser Saison 2 bis 3 Titel haben. Ich will jetzt auch nicht zu viel verlangen, aber Pokal, habe ich ja auch schon gesagt, nach so einer bitteren Finalniederlage auf jeden Fall wieder nach Berlin und dann bitte auch den Titel holen. Bundesliga ist auf jeden Fall ja auch die Titelverteidigung, das Ziel, und Champions League ist halt immer so ein bisschen Bonus, aber Achtelfinale, Viertelfinale sollte schon drin sein mit dem FC Schalke 04, weil mir auch einfach unser Kader richtig gut gefällt. Wir haben, der Grundstein ist eigentlich schon noch der vom Anfang des Spiels. Klar, wir haben ein bisschen was geändert, wir haben uns Sané geholt, wir haben uns Özil geholt und natürlich jetzt noch die anderen 4 neuen Spieler. Allerdings haben wir davor nicht wirklich viel gemacht und deswegen finde ich, kann man jetzt auch mal 3, 4 komplett neue Spieler holen, die jetzt vielleicht auch nicht komplett realistisch sind. Allerdings finde ich, da kann man das dann nochmal nachsehen. Hier haben wir ein Angebot für Insua, aber auch der wird bei uns bleiben. Also Supercup ist ja in München, macht es vielleicht ein bisschen schwieriger natürlich, ein Auswärtsspiel. Ist nie so wirklich einfach und dann auch in München. Wir haben ein Angebot, Leihangebot für Nübel. Aber da überhaupt kein Interesse. Alex Nübel finde ich auch krass, was wir mit ihm auf die Beine gestellt haben. Klar, er spielt jetzt nicht die größte Rolle, weil einfach Ralf Fährmann ja jedes Spiel macht. Aber wenn er spielt, spielt er gut. Und vor allem, wie hoch wir ihn gepumpt haben auf eine 77. Das ist schon wirklich stark. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir ihn als Backup für Ralf Fährmann haben. Und jetzt steht es also so langsam an, das Spiel gegen Bayern. Wir müssen gleich nochmal ein bisschen die Trikotnummern einstellen und die erste Elf einstellen, an den Bolos Verkauf, an einen Verkauf von dem Bolo überhaupt nicht interessiert. Auch wenn das Angebot schon mal deutlich besser war als das von Menu. Aber egal. Also Tor Fährmann, Dreierkette, Kehrer, Übel, das Nastasic, habe ich ja schon gesagt. Die sind auf jeden Fall gesetzt. An rechts Alessandro Schöpf, zentral Goretzka und neben ihm ist für mich momentan der Partner Meier. Dann links Abdulrahman Baba, vorne rechts Julian Brandt, zentral im Bolo, links Sané, Sané und Brandt. Können natürlich auch immer wieder die Seiten tauschen. Das wäre momentan so meine erste Elf, klar, da fehlt Mesut Özil. Allerdings, halt wie gesagt, momentan erstmal diese erste Elf, aber da kann natürlich noch extrem viel variieren während der Saison. Dann nehmen wir noch Gnabry oder Harit mit, würde ich erstmal heute Gnabry mitnehmen. Ich finde, wir haben echt einen guten Kader, muss ich ehrlich sagen. In der Breite ja richtig gut aufgestellt, auch mit unseren jungen Spielern, die ja allesamt bleiben werden. Und aber auch in der Spitze jetzt mit Brand und ja, wer auch noch, also was wir alles geholt haben. Für vorne ist schon echt stark. Also Trikotnummern jetzt eben noch. Odriozola habe ich keine Ahnung, was wir ihm geben sollen. Ja. Wo die 26 auch relativ gut passt, finde ich. Ah, wir geben ihm die 15, dann kriegt Tekpetay gleich seine 32 wieder, die er ja vorher immer hatte. Kai Havertz die 22, können wir gleich nochmal drauf gucken, wenn wir die anderen zugeteilt haben. Brandt kriegt die 11. Tekpetay, wie gesagt, die 32. Und Gnabry die 17 und das bedeutet, dass Mesut Özil die 10 bekommt. Und ansonsten passt, glaube ich, alles soweit, yo. Und jetzt ist noch die Frage, welche Nummer Kai Havertz bekommt, auch wenn die 22 auch schon relativ gut passt. Gucken wir mal durch, welche frei ist. 12 und 13. Ach nee, da passt auch die 22. Also, Trikotnummern haben wir uns auch fertig. Dann können wir also ins Spiel hineingehen, beziehungsweise zum Spiel gehen gegen die Bayern. Supercup steht an. Aufstellung passt soweit. Wir wollen die Revanche. Ich muss eben noch mal gucken, dass es auch wirklich schön Abend ist. Wenn nicht riskieren, dass er irgendwie noch Nachmittag ist oder so. Also, das passt auf jeden Fall und dann können wir in die Partie hineingehen gegen den FC Bayern München. Und hier sind wir also in München. Allianz Arena, der Supercup steht an. Bayern gegen Schalke. Es gibt den ersten Titel zu vergeben. Bayern hat Anstoß, Spiel läuft. Und Sané hier mit der ersten Balleroberung. Leroy Sané. Und da macht Brandt mit, da macht Brandt mit!
Und da war die erste dicke Gelegenheit in der Partie. Julian Brandt, unser Neuzugang, ablösefrei vom Bayer Leverkusen gekommen. Und das ist gut gespielt. Florenzi. Dann macht Max Meyer mit. Kommt dann auch in den Zweikampf, Meyer. Und Vasquez. Das ist gut gespielt. Und Goretzka. Leon Goretzka. Klärt dann auch deutlich vor der Linie. Und der war ganz wichtig. Müller. Wieder Alaba. Younes. Das geht ein bisschen zu einfach. Achtung, er gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter für die Bayern. Benny Höwedes mit dem Foulspiel. Schauen wir nochmal drauf. Ja, geht in Ordnung. Haben wir uns ein bisschen blöd angestellt. Arturo Vidal gegen Ralf Fährmann. Und Fährmann, nein! Den hat er doch schon gehabt eigentlich. Vidal. Boah, Fährmann. 1-0 für die Bayern hier also. Und da ist der Halbzeitpfiff. Also, wir liegen jetzt zurück gegen die Bayern. Wir müssen nach vorne ein bisschen mehr machen. Julian Brandt hatte eine richtig gute Gelegenheit gehabt. Schon relativ früh in der Partie. Also wir werden jetzt wechseln. Schöpf geht raus. Und wir bringen Gnabry. Brandt geht dann ins rechte Mittelfeld. Ansonsten würde ich sagen, passt das erstmal. Dann können wir auch in die zweite Halbzeit hineingehen. Sagen wir, stellen jetzt auch immer auf offensiv. Da muss einfach nach vorne mehr kommen. Aber natürlich der Vorteil im Gegensatz zum Pokal. Wir liegen nur 0-1 zurück. Da kann noch vieles passieren. Kehrer! Oh, schade. Goretzka, Baba. Es muss Gnabry gehen. Und der geht auch. Serge Gnabry. Der Ex-Münchner. Gute Hereingabe! Embolo! 1-1. Zu einem wichtigen Zeitpunkt. 10 Minuten nach der Hälfte. Brida Embolo. Gnabry mit dem Antritt der Ex-Münchner. Perfekte Reingabe und Embolo. Da hat er keine Probleme. Überhaupt keine. Und da ist der wichtige Ausgleich. Der auch in Ordnung geht insgesamt. Und den holt sich Embolo. Sehr gut gemacht. Gnabry. Und der spielt einen Superball. Sané. Sané! Außenpfosten. Riesengelegenheit nach dem Bock der Bayern. Pantovic kommt nun das Eigengewächs für Armin Younes. Immer noch. Boah, er gibt Freistoß. Ey, da war doch nix. Finde ich komplett überzogen. Freistoß für Bayern. Henderson. Boah, Fährmann. Wichtig, wichtig. Boah, Brandt verspringt die Kugel. Komplett unnötig. Alaba. Wieder Pantovic gegen Kehrer. Boah, ein Freischuss. Das ist doch völlig übertrieben. Ey. Bayern-Bonus mal wieder am Start. Und den hat Fährmann. Ah, es wird hier nochmal heiß. Pantovic, Achtung. Und wieder Fährmann. Bayern kommt hier. Brand, wunderbarer Ball. Wunderbarer Ball. Embolo. Embolo! 2-1. Wir drehen die Partie. Und genau dann, wenn Bayern hier am Drücker ist. Brille Embolo. Überragender Ball von Julian Brandt. Und Embolo macht's auch richtig gut. Ganz, ganz stark. Wir stehen jetzt hier auf defensiv. Das Ergebnis passt bis hierhin. Renato Sanchez. Er sagt Handspiel von Nastasic. Naja, Freischuss Bayern. Und Gnabry stellen wir erstmal zum Kontern bereit. Oh, Thiago! Aber Fährmann dazwischen, Eckball. Und auch der ist gefährlich. Außenpfosten. Erstmal lang und weit raus damit.
Bayern drückt hier auf das Tor. Lewandowski! Gnabry, Embolo. Schick nochmal Baba, der da nicht drankommt. Kann. Einwurf für Bayern. Aber hier müsste eigentlich jeden Moment Schluss sein. Und da ist der Schlusspfiff. Und wir holen uns den Supercup. Und somit ist hier also die Revanche geglückt. Nach diesem bitteren Pokalfinale gegen Bayern, wo wir 5:2 verloren haben. Gewinnen wir also den Supercup und schnappen uns die erste Trophäe der Saison. Weil Fährmann, unser Captain, nach der Meisterschale. Nun also, da wir den Supercup in die Höhe recken. Und dann auch noch in München. Das kann sich doch sehen lassen. Gutes Spiel von uns, Julian Brandt haben wir da links gesehen. Wunderbare Vorarbeit zum 2:1. Und da ist der Pokal. Und somit sind wir also um eine Trophäe reicher. Aber es soll noch nicht die letzte gewesen sein. In diesem Jahr, in dieser Saison. Champions League steht an. DFB-Pokal steht an. Und natürlich auch die Meisterschaft. Wo wir natürlich wieder gewinnen wollen. Somit sind wir also durch für heute. In der nächsten Folge gibt es einen Bundesliga-Auftakt. Dann spielen wir als Titelverteidiger zu Gast in Augsburg. Sollte, denke ich mal, der erste Sieg her. Zudem brauchen wir ja noch einen neuen dritten Keeper. Vorschläge gerne. Und dann können wir auch uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.